Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Lars hatte heute Morgen schon die Aussichten bis zum Jahreswechsel gemacht, bis Silvester. Ja, wir dürfen jetzt wieder in der Mittelfrist herumstochern in der nächsten Woche, was sich tut. Und ja, es tut sich was. Es kommt zumindest kein ruhiges Hochdruckwetter, denn Tiefdruckgebiete greifen über schon ab Sonntag und werden uns dann wohl auch erstmal zumindest in der ersten Wochenhälfte beschäftigen. Ja, und die Wettermodelle rechnen jetzt ein recht kleines, aber wetterintensives Randtief, was uns zum Dienstag beschäftigen wird. Und das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Es ist also wieder einiges los und entsprechend groß sind auch noch die Unsicherheiten. Was tut sich genau mit der Kaltluft, die uns dann wieder aus Norden erreichen wird? Wir schauen uns das gleich an. Stichwort Kaltluft. Ich will euch heute mal eine Karte zeigen. Oh, das war der Jahreswechsel 1996-1997 und das war eine der kältesten Jahreswechsel überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ihr seht, da war es in der Silvesternacht teilweise doch bzw. verbreitet unter minus 10, teilweise sogar um minus 20 Grad kalt. Ich kann mich sogar noch erinnern, ich war an diesem Tag bzw. zu diesem Silvester, war ich im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland, da war ich mit meinen Eltern und es war einfach nur ja, gesäßkalt, sag ich mal so. Vielleicht können sich einige von euch daran ja auch noch erinnern. Ich verlinke euch übrigens mal hier unter dem Video bei YouTube den Silvester-Wetterrückblick. Den habe ich auch mal zusammengestellt vor einigen Jahren, habe ich auch aktualisiert. Da kann man schauen, wie das Wetter zu Silvester war seit 1950. Schaut dort einfach mal rein. Das war es wieder ein bisschen zur Vergangenheit, zum Opener sozusagen in diesem Video und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wie geht es weiter? Am Wochenende bzw. Samstag Neujahr, dann kommt schon der Sonntag und wir sehen, der Samstag gestaltet sich doch häufig trocken, aber mit vielen Wolken. Es gibt noch so ein bisschen so eine Reste einer Warmfront, die etwa so von Nordwest nach Südost liegen, auch über Teilen Mitteldeutschlands, wo es etwas Nieselregen beziehungsweise Sprühregen geben kann, sonst ist es aber häufig trocken, am meisten Sonnenschein, wohl im äußersten Süden, es ist weiterhin eher mild. Wir sehen am Sonntag, dass sich dann was tun wird, denn ein Tiefausläufer kommt rein, erinnert euch vielleicht an gestern, der kommt jetzt noch etwas weiter nach Deutschland schon voran, wahrscheinlich so im äußersten Süden und Südosten noch trocken, sonst breiten sich aber zunehmend Regenfälle aus, später so im Nordwesten und Westen können auch einige kräftige Regengüsse oder auch einzelne Gewitter dabei sein. Hier wird der Wind dann zulegen, denn wir sehen schon, dass am Montag dann eine Tiefdruckzone übergreifen wird auf Deutschland. Wir gelangen vorübergehend eher in eine Westwetterlage. Damit erreicht uns feuchte und labile Meeresluft. Und so wird sich der Montag dann so darstellen. Der Wochenstart, die erste Januarwoche, dass es verbreitet zu schauerartigen Regenfällen kommt, teilweise kräftige Regengüsse, auch einzelne Gewitter können mal dabei sein. Es wird insgesamt sehr windig werden, aber eine große Sturmlage zeichnet sich momentan nicht ab. Es ist weiterhin insgesamt eher mild, es ist gut durchmischte Meeresluft, die uns aus Westen erreichen wird. Nicht mehr das Temperaturniveau von vorher, diese verbreitet zweistelligen Werte mit teilweise 14 oder knapp 15 Grad, aber es ist insgesamt eher diese gut durchmischte und milde Meeresluft, mit der wir es bei viel Wind zu tun haben. Schauen wir uns mal an, wie es dann im weiteren Verlauf weitergeht. Und da kommt dieses kleine wetterintensive Randtief ins Spiel am Dienstag. Das haben sowohl das ECMWF-Wettermodell als auch das GFS von heute Morgen drin. Da schauen wir uns mal an und zwar sehen wir, dass das von Frankreich kommen soll, dieses Randtief, und weiter so irgendwo über den Süden Deutschlands hinwegziehen könnte. Das trennt dann nochmal sehr milde Luftmassen, die an der Südflanke angezapft werden, nochmal so nach Norden geweht. Gleichzeitig macht sich aber dann Kaltluft auf den Weg weiter nach Süden an der Nordseite dieses Tiefdruckgebiets. Es ist aber eben nicht die super eisige Luftmasse, die da angezapft wird auf der Nordflanke. Also es ist keine große Kaltluft erstmal, die wohl nördlich dieses Tiefs liegen wird. Wir schauen uns das mal ein bisschen im Detail an. Und zwar will ich euch das ECMWF zeigen. Das hat dieses Randtief doch relativ weit nördlich drin, beziehungsweise soll etwa so über die südliche Mitte dann drüber ziehen. An der Südflanke, da würde nochmal diese sehr milde Luftmasse in den äußersten Süden angezapft werden. Da kann es dann teilweise auch Sturm geben an der Südflanke dieses Tiefdruckgebiets, vor allem im Süden von Baden-Württemberg, im Süden von Bayern. Richtig Sturm mit Durchzug dieses Tiefs dann auch so in der Nacht auf Mittwoch. Ja, und nordseitig würde eben diese kältere Luft angezapft werden, aber es wäre eben nicht die richtig eisige Luftmasse. Hier würde dann eher in den Mittelgebirgen das Ganze in Schnee übergehen. Wir sehen aber jetzt mal, das US-Wettermodell
hat dieses Randtief deutlich südlicher drin. Das würde hier von Frankreich kommen und gerade so entlang der Alpen, etwa so über den äußersten Süden weiter nach Osten hinwegziehen. Das heißt, die Warmluft würde gerade mal noch so den äußersten Süden streifen. Sturm dann so vor allem entlang der Alpen, dann entlang der Schweizer Grenze wäre ein Thema. Ja, und da würde natürlich die Kaltluft dann an der Nordflanke auch weiter nach Süden reinkommen. Und weil das Tief im US-Modell recht kräftig ist, würde die Kaltluft in die Niederschläge mit einbezogen werden. Und dann würde das Ganze doch recht rasch teilweise in kräftigen Schneefall übergehen nach Süden hin. Also ihr seht, die Zugbahn dieses Randtiefs sollte dieses ungelegte Ei, was das Randtief ja jetzt noch ist, überhaupt so kommen. Dann könnte es da nochmal spannend werden, auch in Sachen Schnee und kräftiger Niederschläge. Schauen wir uns aus den beiden Wettermodellen, das US-Wettermodell von heute Morgen und das ECMWF-Wettermodell, den Niederschlagsmengen für den Dienstag an, 24-stündig, sehen wir die unterschiedliche Zugbahn. Dass das ECMWF-Wettermodell die Hauptniederschläge weiter nördlich drin hat, das US-Wettermodell weiter südlich. Beide haben aber ordentliche Niederschlagsmengen drin. Teilweise über 30, über 40 mm, das US-Wettermodell aufgrund der kräftigeren Entwicklung. Heute Morgen sogar im Südwesten bzw. Süden auch mal über 50 mm Niederschlag in 24 Stunden. Interessant ist eben jetzt, dass das US-Wettermodell von heute Morgen das Ganze dann, die Kaltluft würde einbezogen werden in die Niederschläge und dann könnte das gegen Dienstagabend in kräftigen Schneefall übergehen. Wir sehen den Vergleich der Schneehöhen aus den beiden Wettermodellen, dass das US-Wettermodell eben unten im Süden teilweise, vor allem Schwarzwald, Schwäbische Alb bis nach Südbayern teilweise große Neuschneemengen dann rechnet, weil die kräftigen Niederschläge in Schnee übergehen. Das ECMWF, weil das Ganze nördlicher zieht, würde eher in den Mittelgebirgen dann was zusammenkommen. Da würde eben nicht die Kaltluft richtig in die kräftigen Niederschläge einbezogen werden, weil dieses Randtief einfach schwächer ist. Das US-Wettermodell ist, wie gesagt, die Berechnung von heute Morgen. Das kommt ja jetzt gerade schon so gegen Mittag schon wieder neu. Ich verlinke euch mal die Schneehöhenkarte. Ich würde fast drauf wetten, dass eben diese großen Neuschneemengen im Süden auch schon wieder weg sind in der neuen Berechnung. Schaut einfach mal nach, verlinke ich euch hier oben in den Infokarten bei uns auf der Website. Da findet ihr sowieso auch alle neuesten Wettermodelle. Ja, das ist eben dann sozusagen schon die Entscheidung, was sich am Dienstag genau tun wird mit dem Randtief. Ja, und dann im weiteren Verlauf, da gehen das ECMWF und das US-Wettermodell völlig auseinander. Denn wenn wir uns das mal für den Mittwoch anschauen, da lässt das ECMWF-Wettermodell auf der Rückseite dieses Randtiefs ja das Hochdruckgebiet vom Atlantik rasch wieder kippen. Das würde rasch kippen, der Hochdruckkeil schnell nach Deutschland hereinkommen. Ja, und wir sehen, der Atlantik lebt schon wieder auf. Kräftige Tiefs machen sich auf dem Atlantik breit. Vorübergehend erreichen uns deutlich kältere Luftmassen, Polarluft aus Norden. Das heißt, es würde auch mal wieder richtig kalt werden, aber eben es legt sich rasch ein Hoch drüber. Nichts mehr groß mit Schneefällen, die in der Kaltluft nachkommt und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Vorderseite mit milderen Luftmassen vom Atlantik dann schon wieder übergreifen würde im Verlauf der Woche. Das US-Wettermodell von heute Morgen, wie gesagt, hat dieses Hochdruckgebiet westlich von uns noch deutlich kräftiger, würde aber auch nachrücken. Das heißt, auch mit Schneefällen keine große Geschichte mehr, aber eben ein Vorstoß deutlich kälterer Luftmassen, kontinentalere Kaltluft aus Nordosten bis Norden von Skandinavien her. Da würde es teilweise mal nach Osten sogar auch mal einen Eistag wieder geben, also für Dauerfrost reichen. Das wäre deutlich knackiger. Ihr seht also schon im Großen und Ganzen, ja, es kann vorübergehend deutlich kälter nochmal werden, aber die ganz große Wintereinbruch, wenn man so bezeichnen will, würde ich eher nicht ausrufen. Also es ist wohl äußerst auf der Kippe, ob das überhaupt wie das US-Wettermodell von heute Morgen rechnet, so kommen wird. Ich will euch dazu mal zeigen, den Modellvergleich für München hier. Da ist ja so der Bereich, wo auch das Randtief durchziehen wird. Und wir sehen hier ganz gut, wie die Wettermodelle dann ab Dienstag auseinandergehen. Das US-Wettermodell von heute Morgen ist diese grüne Linie. Das lässt eben dann teilweise kräftigen Schneefall in München aufkommen auf der Rückseite des Randtiefs. Und dann würden über Schnee anschließend in der einfließenden Kaltluft teilweise strenger Frost hier auch in München kommen. Klar, wenn eben das Hoch sich drüber legt, eisige Kaltluft über Schnee, der Himmel klart auf, dann wird es hier natürlich eisig kalt werden. Wir sehen aber auch, wie die anderen Wettermodelle, sogar mehrere andere Wettermodelle, gar nicht diese eisige Luft haben. Das ECMWF von heute Morgen ist zum Beispiel die blaue Linie. Also man muss einfach ehrlicherweise sagen, man kann noch nicht so wirklich sagen, was dann Richtung Mittwoch passiert. Entscheidend wird erstmal die Entwicklung am Dienstag sein.
Zusammengefasst können wir uns das Ganze auch mal so für Berlin anschauen. Da ist man ja eher dann wohl noch näher an der Kaltluft. Ja, ihr seht, die Bandbreite ist dann ab Dienstag, Mittwoch auch relativ groß, aber man muss schon wirklich suchen, um jetzt hier richtig eisige oder winterliche Lösungen zu finden. Es gibt wenige, die Bandbreite geht mal knapp unten auch nochmal bei einigen Lösungen dann in den Dauerfrostbereich mal knapp rein, dass es durchaus mal um die Wochenmitte einen Eistag in Berlin gibt. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, so richtig winterliches Wetter kann man aus diesem 14-Tage-Trend hier auch für Berlin eher nicht ablesen. Wie es weiter nach Westen aussieht, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Oder ihr schaut einfach mal den Trend nach. Auch den verlinke ich euch hier oben. Kurz noch zum Schluss. Kahler Asten hier einfach mal stellvertretend für die höheren Lagen der Mittelgebirge. Ja, wir sehen nächste Woche, da tauchen unten wieder Schneesymbole auf. Die Mittelgebirge haben ganz gute Chancen, dass es eben vorübergehend auch mal Schneefälle gibt. Aber ihr seht auch an den Temperaturen, selbst für den kahlen Asten, der ganz große Eislufteinbruch wird es wohl nicht werden. Damit wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns natürlich vor allem am Freitag auch nochmal wieder. Auch da werde ich nochmal an Silvester hier ein Video machen. Da schauen wir wieder in die neue Woche rein. Morgen ist Lars natürlich auch da. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann und ciao.